Ich dachte, ich muss nie wieder einen Reifen fliegen. Ich habe noch 0,3. Ich habe noch 0,2. Guck mal, wie viel Steiß ist. Wozu Serpentinen bauen, wenn man den Weg auch einfach Stanger gerade auf den Berg ziehen kann? Hielt die Luft nicht mehr. Max Salami hin oder her. Jetzt werde ich wieder zum Schlauchfahrer. Fährst 2 Stunden mit Schlauch und schon ist alles im Eimer. Ich glaube, der hat mindestens 5 Löcher jetzt. Aber das Tubeless hat leider nicht mehr gehalten, weil ich eine kleine Delle in der Felge habe. Vielleicht kann man es wieder rausbiegen, aber nicht mit dem Taschenmesser. 2 Tage nach Moab, das wird schon klappen damit. Früher ging es ja auch so. Happy to have guests. Yes. Okay, more, more, more. We gotta do another one. Yes. No, we missed the cool time of the day. But we get restocked on food, that's so much better. I think our trip to Moab is saved. God, where do we put them? We will survive. I have space in my bedroom. Okay. Ich glaube, die Claudi ist happy, weil sie Essen bekommen hat. Pancakes zum Frühstück. Oh. Es ist sportlich warm. Ich könnte auch sagen, sau heiß im Lockhart Basin. Aber wir hatten gerade Pancakes zum Frühstück und was haben sie uns im Endeffekt die Rucksäcke vollgestopft mit Essensspenden. Also kein Problem, da schwitzt man doch gerne ein bisschen. Vor allem, wenn die Landschaft so geil ist wie hier. Wurscht. 10 Liter haben wir noch. Reicht es bis Moab? Naja, wird schon knapp. Von dem Lockhart Basin gibt es, glaube ich, genau gar nichts. Gut, dass wir das Wohnmobil getroffen haben, sonst hätten wir den ganzen Tag Beef Jerky essen müssen. Gepfeffert. Gepfeffert. Im einzigen Schatten seit 20 Kilometern oder so. Wie bescheuert muss man eigentlich sein, bei 40 Grad im Schatten, ohne Schatten, durch dieses Bassin zu radeln. Wir bleiben jetzt auch im Schatten für die nächsten 3 Stunden. Genau. Das hat ja keinen Sinn. So, 17.30 Uhr und noch 25 Kilometer bis zum Colorado, oder? Packen wir das. Ja, ich weiß nicht, es ist so heiß. Und ob man dann da zum Fluss runterkommt. Außerdem ist der nicht so toll zum Trinken. Schlammig und scheußlich. Aber besser wie gar nichts. Ah, ich glaube, das ist bisher die bei weitem anstrengendste Etappe. Viel zu
heiß im Lockhart Basin. Aber besonders viel Zeit können wir uns auch nicht lassen, denn das Wasser reicht maximal noch bis morgen Vormittag. Es ist zu fucking heiß. Aber schon cool. Es sind immer noch irgendwie 10 Kilometer zum Colorado River. Rauf, runter, rauf, runter. Wir könnten natürlich auch einfach hier zelten. Aber so viel Wasser haben wir nicht mehr. Es wär schon schön, irgendwie zum Fluss zu kommen. Kettle, ich bin am Ende. Wie kannst du dich überhaupt noch bewegen? Ich hab echt Durst. Durstig. Wir könnten die 3-Liter-Blase anbrechen. Noch nicht. Reserve für morgen. Nee, noch nicht. Ich hab noch ein bisschen Wasser. Falls wir keinen Fluss erreichen. Ich hab noch 0,3. Ich hab noch 0,2. Für 13 Kilometer Hölle. So, ich lag bis gerade eben genauso da. Halbe Stunde lang. Ich glaube, die Entscheidung ist gefallen. Wir fahren heute keinen Meter mehr. Könnte romantischer sein, so mitten auf der Straße. Aber mir egal. Zu wenig getrunken. Ich fahre keinen Meter mehr. Sonst mag ich immer einen romantischen Campingplatz, aber heute. Gute Nacht. Morgen ist ein neuer Tag. Wahnsinn, ich habe noch nie so viel Dusch gehabt wie eben gerade. Na, jetzt erstmal schlafen. Morgen ist alles besser. Um 5 Uhr aufstehen und in der Morgenkühle, Kühle in Anführungsstrichen, dahin radeln. Langsam brauchen wir wirklich Wasser. Ich habe noch 100 Milliliter Kakao. Claudi hat noch 200 Milliliter Wasser. Aber es geht nur noch runter zum Colorado River. Ich würde mal sagen, mindestens um 4 Liter verkalkuliert. Scheiße. Nächstes Mal. Ja, ich weiß auch nicht. Sowas Trockenes mache ich nicht nochmal. Colorado, ich will jetzt nach Colorado. Fertig mit Utah. Ah, ich hab Durst. Und die Sonne geht auch gerade auf. Bitte nicht. Ich hab genug von Sonne. Und lebst du noch? Trinken einen Schluck. Ab hier geht's nur noch runter. Zum Fluss. So viel zum Thema, nur noch bergab. Letzter Schluck. In letzter Minute. Ich glaube, hier schaffen wir es. Wenn da ein paar Drecksbüsche im Weg stehen, marschiere ich direkt durch. Das geht. Oh Gott, Colorado. Ich nehme erstmal Wasser mit, so viel wir können. Mal raus. Ich glaube, ich habe 5000 Stiche.
Wasser, die sind hier auch noch. Colorado-Wasser, ungefiltert, direkt drin, egal. Besser wie jede Cola. Nein, das stimmt nicht, ich will Cola. Und wie viele Mückenstiche? Ich glaube, 200. Unzählige. Was tut man nicht alles für was? Das gibt es auch nicht. Ein Häuschen mitten unten im Canyon. Seht ihr, was ich sehe? Ghetto-Faust. Falls die noch hochgeht. Gott, was für ein Fuck. Das mache ich nie wieder, das Lockhart Basin. Nee. Kein Mensch da bei der Lodge. Aber irgendwie kann man sie scheinbar kontaktieren. So, die haben da einfach ein Funkgerät vor die Tür gelegt. Was mache ich jetzt da? Ich drücke mal auf Call. Aber bevor ich mich hier an ihrem Kühlschrank vergehe, wollte ich sie doch mal fragen. Vielleicht ist das auch alles eine Fata Morgana und hier ist nur ein Geisterhaus hier. Aber dafür gibt's Wasser. Läuft schon. Schaut aus wie ein Platten, oder? Ist aber keiner. Die Räder ein bisschen auseinandernehmen. Let's see how this will work out. I like driving this thing, do you? Yeah. That was a massive climb. I think it's all downhill from here, mostly. Yeah. Whoa, God, what a nice vehicle. That would have taken us 90 minutes, maybe 2 hours. So, die letzten 500 Höhenmeter waren ein bisschen einfacher als gedacht. Moab ist nicht mehr weit. Yes. Air-Condition. Air-Condition. Cola aus dem Auto. Free Refill Coke. Motel. Sofort hin. Das ist das Verrückteste, was ich je in meinem Leben getan habe. Ach komm, wegen dem bisschen Durst. Drum heißt die Tour doch Durstix. Ja. Ich fand's auch ziemlich scheiße. Aber ich glaube, wir haben's. Nur noch 25 Kilometer bis Moab. Amerikanischer Downhill. Hatten wir nicht die Wüste hinter uns? Die Wüste ist überall. Wasser, ich will jetzt Cola. Wo ist dieses scheiß Moab? Binsen. Prost! Ich schäme mich gar nicht. McDonald's ist super.